Oh, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 3. Und lasst euch nicht von dem Grinsegesicht da links ablenken, denn wir spielen heute nicht die Grünhäute, sondern eine Fraktion, die schon seit dem Original, seit Total War Warhammer 1 im Spiel ist und sich schon seit sehr, sehr langer Zeit gewünscht wurde. Und endlich hole ich es mal nach. An sich, ich meine, ganz ehrlich, gehen wir mal durch, was habe ich jetzt Let's Played zu Total War Warhammer? Also abseits von den Streams, die ich gemacht habe, sowohl auf YouTube als auch auf D-Live. Was ich wirklich auf YouTube Let's Played habe, war ja Imperium, dann Grünhäute, Vampirfürsten, das war alles von Total War Warhammer 1. Dann für Total War Warhammer 2 hatte ich dann Gruftkönige und Echsenmenschen. Klar habe ich jetzt noch einige Streams gemacht, jetzt Ogerkönigreiche, ein paar Specials, dann jetzt vor kurzem Chaoskrieger. Aber es fehlen immer noch mehr, also sind mehr Fraktionen offen, als ich gespielt habe. Vor allem jetzt mit Reiche der Unsterblichen und mit allen Fraktionen, die es jetzt gibt, für alle drei Teile. Also ist eine Menge offen. Und ja, wir spielen die Zwerge. Wurde sich so lange gewünscht, so oft. Und ganz ehrlich, ich hatte auch mal wieder Bock, Zwerge zu spielen. Weil ich habe mit den Zwergen die Kampagne durchgespielt gehabt, aber das war noch zu Zeiten von Total War Warhammer 1. Und das so für mich selbst in einer privaten Runde. Und die Zwerge machen schon Spaß. Sie spielen sie halt komplett anders, weil sie ein sehr defensives Volk sind, ein sehr fernkampflastiges Volk. Einfach weil denen auch die Kavallerie fehlt, um Mobilität zu haben, groß. Außer man spielt mit Ungrim Eisenfaust, dann hat man Mobilität durch die Slayer. So das gute alte Schnell für einen Zwerg. Meme einfach nur. Und allgemein alles ein bisschen schneller. Aber hauptsächlich sind die Zwerge sehr stationär und defensiv. Und damit wollen wir auch spielen. Und ich würde sagen, wenn, dann machen wir auch wirklich OG-Zwerge, original mit Togrim Grollbart. Was so wirklich mit Karas Akarak die Zwergenfraktion ist, wenn man so will. Und genau das machen wir. Togrim Grollbart mit, ja, seinem Buch des Grolls, das jetzt auch funktioniert. Ich habe eine lange Zeit mit den Zwergen pausiert, beziehungsweise die Idee pausiert, mit den Zwergen zu spielen, weil das Buch des Grolls zum Startzeitpunkt von Immortal Empires für Total War Warhammer 3 ziemlich verbuggt gewesen sein sollte, dass zumindest gewisse Grolle einfach nicht verschwinden. Jetzt soll es funktionieren und dementsprechend, ja, haben wir das schöne Buch des Grolls jetzt. Diplomatische Beziehung mit Zwergen kann auf jeden Fall nie schaden, bei so einem grummeligen Volk, das immer einem alles hinterher... Gut, ich meine, wir haben das Buch des Grolls. Die können das schon mal schwer reinschreiben, ihre Grolle. Das habe ich schließlich, ne? Das ist wie das Klassenbuch. Da kann die Lehrerin nichts reinschreiben, wenn man es klaut. Außer sie holt Neues. Das ist ein Problem. Ja, Unterhalt für Langbärte und Hammerträger. Das heißt, wir werden ein bisschen mit denen spielen. Zusätzlich neben dem Fernkampffokus natürlich. Und ja, Hammerträger natürlich noch weiter gebufft. Alle Erlasse haben stärkere Effekte, was natürlich auch eine coole Sache ist. Grundsätzlich für den Kommandanten selbst nochmal Hammerträger verbessern. Ich meine, ganz ehrlich, bei Togrim bietet sich es einfach an, in jeder Armee, selbst wenn die sehr stark fernkampflastig ist, zumindest ein paar Langbärte oder Hammerträger mit reinzunehmen, einfach als Nahkampfunterstützung. Einfach, weil sie weniger kosten und gerade bei Togrim selbst ebenfalls nochmal sehr stark gebufft werden, auch mit seinen Fähigkeitenbäumen. Passivfähigkeit Wächter. Nochmal physische Resistenz für alle Einheiten in Reichweite. Das ist echt nicht ohne. Also Hammerträger werden, also das ist echt voll der Hammer, was bei dem abgeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir starten mit der Kampagne und ich würde mal sagen, für gewöhnlich gehe ich ja immer her bei meinen Kampagnen mittlerweile und spiele schwer, schwer. Ich würde mal sagen, ich würde mich mal so weit aus der Lehne fenstern, wie ich immer so schön sage, und die Kampagnenschwierigkeit auf sehr schwer stellen. Ich weiß, da fängt die KI schon ziemlich an zu cheaten, aber ich hätte auch gerne eine gewisse Herausforderung. Gerade mit den Zwergen. Es soll sich schon so ein bisschen wie dieser Überlebenskampf anfühlen, den die Zwerge mal machen. Aber als Kompromiss würde ich mal sagen, dafür, dass wir hier auf sehr schwer gehen, würde ich gerne von der Geschäftsschwierigkeit, ja genau, wir schließen 19 Uhr statt 20 Uhr, von der Gefechtsschwierigkeit auf normal gehen. Das hat hauptsächlich den Grund, ich weiß nicht, ob, nee, das hat sich, glaube ich, mit dem Zweier geändert. Den zweiten Total War Warhammer. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Cheats. Also gut, okay, dass die KI jetzt Sachen günstiger bekommt auf der Kampagnenkarte, ist klar. Aber ich mag es nicht, wenn an Einheitenwerten herumgedoktert wird. Weder an meinen noch an gegnerischen. Und die Sache ist die, nur auf normal sind die Einheitenwerte unverändert. Eine Zeit lang, also eine gute Zeit lang dachte ich, es wird nur, ich meine, da steht ja auch höhere Führerschaft. Eine gute Zeit lang dachte ich auch, es wird nur die Führerschaft gebufft, aber tatsächlich wirkt es sich auch auf andere Einheitenwerte aus, wie Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr. Und stellenweise fummelt das ziemlich am Balancing des Spiels rum. Und
Einheiten, die zumindest Soft-Counter waren, sind plötzlich keine Soft-Counter mehr, weil die KIs einfach so viele Cheats hat oder man selbst so viele Cheats hat auf Leicht. Auf Leicht hat man selbst die Vorteile. Und sowas mag ich einfach grundsätzlich nicht. Deswegen würde ich gerne sagen, dass die Truppen einfach so sind, wie sie vom Spiel gedacht sind, vom Balancing, aber dafür die Gegner uns einfach mehr entgegenwerfen, einfach weil die Kampagnenschwierigkeit höher ist. Ich hoffe, das haut soweit hin. Ansonsten, ja, Endgame-Szenario können wir einfach mal aktivieren ab Folge 100, ja. Folge 100, das könnte ein bisschen dauern. Also ich mache wirklich eine Runde, eine Folge. Das wäre was für YouTube-Shorts, ne? ja, das passt soweit. Ich lange Sieg auslösen kann man mit drin lassen, aber ich würde sagen, Rundentimer, ja. Schwierigkeit der Endgame-Phase lassen wir mal bei 100, dafür, dass ich sie so früh aktiviere. Lassen wir einfach mal alles bei Standard, würde ich sagen. 100, 10, zwischen 100 und 150. Und wir machen alles rein, bis auf voll der Groll, weil ich selber Zwerg bin. Das wäre ein bisschen irritierend. Aber alles andere würde ich reinmachen. Sowohl Schwarze Pyramide, Größte War, Wilde Jagd, Vampirischer Aufstieg, Wartenflut. Kann alles mit rein. Dann ist zufällig, was für ein Endgame-Szenario kommt. Ratgeber haut soweit hin. Das passt soweit. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, kann soweit alles losgehen für unser erstes wirkliches Kampagnen-Let's Play für Total War Warhammer 3. Viele haben sich ja abseits der Streams mal wieder ein klassisches Let's Play gewünscht und das machen wir jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das soll soweit passen. Sehr schwer normal. Ja, dann würde ich sagen, starten wir den ganzen Spaß. Wenn ihr ganz viele Probleme damit habt, die Gefechtsschwierigkeit kann man wenigstens in der Kampagne noch verändern. Aber Kampagnenschwierigkeit sehr schwer, das belasse ich mal wirklich dabei. Und ich versuche, wenn ich aufs Maul bekomme, bekomme ich halt aufs Maul. So ist es einfach. Ja, ich würde sagen, Zeitlimit unbegrenzt passt schon. Das passt. Das sollte eigentlich soweit alles in Ordnung sein. Wunderbar, dann legen wir los. Halt. 100 bis 150 bitte. Alles ganz normal Standard. Los geht die Party. Dann schauen wir mal, wie wir uns mit Togrim schlagen. Ich habe jetzt wirklich ewig die Zwerge nicht mehr gespielt. Von daher, gut, es ist aber auch kein Hexenwerk. Die Zwerge sind sehr klassisches, man kann wirklich schon sagen, konservatives Volk. Einfach. Ja, einfach zu spielen, kann man wirklich sagen. Sowohl von den Fraktionsmechaniken als auch wirklich auf dem Schlachtfeld, weil man eben langsame Truppen hat, die. Es gibt auch das Meme, dass sich die Zwerge von selbst spielen. Zumindest auf den Schlachtfeldern einfach nur, dass du deine Einheiten einfach in die Ecke stellst und einfach stehen lässt, selbst wenn es nur Nahkämpfer sind und die gewinnen für dich die Schlacht einfach, eben weil die so defensiv sind. Aber ich denke mal, gerade jetzt auf sehr schwer, wenn wir gegen solche Einheiten Massen kämpfen, wird das nicht so einfach werden. Und ja, wir starten bei Karas Akarak. March on, brave Dowie! March on! Jawohl! Und wir haben unsere Stadtschlachtspieleigenschaften. Ah ja, stimmt, Eidgold, das ist ja auch neu. Das kam mit einem der DLCs für die Zwerge mit dazu, diese gesamte Eidgold-Mechanik. Es gibt ja auch einen Charakter, der da vollkommen drum aufgebaut ist. Wie sie während der Kampagne verdienen können, mächtige Waffen und Gegenstände in der Schmiede herzustellen. Okay. Stimmt, die Zwergenschmiede ist ja auch quasi neu. Missionen zu finden, dass Grolle lange ungesühnt bleiben. Ja, das Damaskon, das Buch des Grolls, ist halt wirklich so auch in der Lore so. Die Zwerge sind sehr, sehr grummelig. Und zwar extrem grummelig. Und zwar nehmen die einfach alles übel. Und zwar so weit übel, dass sie ein extra Buch dafür haben, in dem alle Schandtaten aufgeschrieben werden, die gegen ihr Volk verübt wurden. Das können wirklich schlimme Sachen sein, wie Kriege, wie Verwüstungen. Und das können unglaubliche minimale Nichtigkeiten sein. Das Allergeringste. Wahrscheinlich schon einfach nur eine Beleidigung irgendeiner Art. Kann da drin stehen. Und jeder Zwergenkönig, der an die Macht kommt, schwört auf, dass sein Blut quasi, dass er alles für ihn Ermessliche tut, um die Grolle wieder heimzuzahlen, die in dem Buch drin stehen. Um die Grolle zu sühnen quasi. Das ist so einfach, das ist die Zwergenbasis einfach, auf der alles aufgebaut ist. Und ja, Tunnelwegenetze, das ist alles ganz nett. Der Groll gegen den hinterlistigen Kriecher. 5 Schlachten gegen die Halbmonde. Gegen Skarsnik, den guten Alten. Und 5 Schlachten gegen Clan Moors. Könnte fast meinen, ich spiele hier mit den Zwergen, die ebenfalls um Karak 8 Gipfel kämpfen. Weil die haben ja auch Skarsnik und Clan Moors als Hauptgegner. Folgende Siedlung, die. Und ich krieg die Meisterrunde. Schwarzfeld. Okay. Karak
Asgal müsst ihr auch gleich ums... Na gut, ums Eck sein, ne? Ist schon ein bisschen weiter unten. Oh Gott, jede Menge Quests schon mal. Alles klar. Dann gucken wir mal, was haben wir denn an Gebäuden? Wir haben unsere Hauptsiedlung. Die können wir einfach schon mal erweitern, da müssen wir gar nicht groß nachdenken. Die Kaserne lasse ich erstmal drin, aber langfristig würde ich gerne die Kaserne woanders hinbauen. Ich möchte die Bauplätze hier nicht verschwenden. Edelstein-Minenschacht. Ah, anderes jetzt Wachstumsgebäude. Ne, machen wir den Minenschacht. Ich hätte nämlich gerne Einkommen. Hier ebenfalls 1000 für 200 Einkommen. Hier hätten wir auch 1000 für 200 Einkommen. Aber ich bekomme auch Ressourcenproduktion und Eisbrecherhammerträger. Der Zwerge. Eisbrecherhammerträger. Das beginnt ja schon früh dafür, dass ich die noch nicht wirklich großartig bauen kann aktuell. Wir haben mit Tom Phillips einen Meistertechnikus schon zu Beginn. Das ist cool. Mit Tok im Gröllbart haben wir Gyrobomber, Armbrustschützen, Zwergenkrieger, Langbärte. Eigentlich einen ganz guten Grundstock. Was kann unser Held? Er kann Armeen blockieren, das brauchen wir noch nicht. Komm, der Meistertechnikus kommt mal mit in die Armee. Steigt gleich die Mobilität. Wir machen unsere erste Schlacht. Das ist ein Ding, das führt sich von selbst. Das können wir einfach automatisch entscheiden lassen, denke ich mal. Ja, easy peasy. Ah, stimmt, wir bekommen auch Eidgold. Einkommen aus allen Gebäuden für die Lokalprovinz. Das ist... Und Wachstum? Das ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass wir diese Boni bekommen mit den Zwergen. Ja, nehmen wir das mal mit. Okay. Bei den Säulen des Grundi könnte es tatsächlich sein, dass ich da ein bisschen kämpfen muss. So, ich hätte gerne als Starteinheiten... Ich muss ja jetzt die Siedlung hier stürmen, ne? Ich habe noch keine Fernkämpfer. Ich würde mal ein paar Bergwerke mit Sprengladung mitnehmen. Für den Fall, dass ich eine Schlacht schlagen muss. Die sind durchaus sehr effektiv. Alles klar, Herr Kommissar. So, Technologie. Ja, jetzt ist die Frage, welche Richtung gehen wir? Hier unten lang ist Fernkampfbaum. Da oben lang ist, soweit ich weiß, Wirtschaft und Ausbau. Mittendrin ist... Genau, Krieger, Nahkämpfer und solche Sachen. Diplomatische Beziehungen sind natürlich nett. Ich glaube, der mittlere Baum war oftmals sehr interessant, beziehungsweise der, wo es zur Diplomatie hingeht. Langbärte, Zwerge. Rekrutierungskosten für Zwergenkrieger und Bergwerker. Ist natürlich ganz nett für den für Early Game. Hier natürlich die ganzen Fernkampfbäume. Und da ich sehr fernkampflastig spielen will mit den Zwergen, auch ganz nett. Aber ich hätte gerne erstmal ein paar allgemeine Wirtschafts- und einfach Sachen, die mir weiterhelfen. Erlasse. Hier diplomatische Beziehungen, Menschen. Relativ früh die guten Beziehungen zu machen, könnte sehr nützlich sein. Nochmal mehr mit Zwergen. Nochmal mehr mit Zwergen. Korruption, Rekrutierungskosten. Es gab doch, glaube ich, irgendwas... Ja, Rüstung für Zwergen, Schildeinheiten. Ich glaube, erstmal die Zwergenkrieger ein bisschen zu verbessern, ist gar nicht mal die allerschlechteste Idee. Weil gerade im Early Game, die ersten 10 bis 20 Runden, dass wir erstmal mit den Billigtruppen halbwegs was erreichen, ist nicht schlecht. Grenzläufer. Ich mache trotzdem erstmal hier den oberen Baum. Die diplomatischen Beziehungen hier ein bisschen weiter. Das könnte uns am Anfang extrem weiterhelfen. Gehen wir mal die Richtung. Okay. Ich meine, noch mal mehr Rüstung. Ich meine, ein bisschen mehr Rüstung für Schildträger und so ist ganz nett, aber ganz ehrlich, schon selbst unsere normalen Zwergenkrieger, die haben einfach so viel Rüstung wie beim Imperium die Elite-Infanterie, ne? Gut, das mag nicht viel heißen, weil das Imperium einfach keine gute Infanterie hat, aber Zwerge sind grundsätzlich extrem gut gepanzert. Togrim, was machen wir bei dir? Die Bockigkeit. Vitalitätsverlust reduziert. Das ist eigentlich gut. Grolle gegen Elfen und tote Menschen. Chaos gegen Grün heute, Ogre und Skaven. Das hört sich für den Start gut an. Dann nehme ich mal Nahkampfangriff und Führerschaft beim Kampf gegen Grün heute mit, weil das werden am Anfang auf jeden Fall unsere Gegner sein. Sowohl dieser Rogue-Armee, als auch mit dem, was hier in der Nähe ist, was gefährlich ist. Hier haben wir auch noch weitere Orks und Skaven. Also Orks und Skaven werden hauptsächlich, beziehungsweise Grünhäuter und Skaven werden unsere größten Bedrohungen sein. Ein bisschen auch Vampire, aber das ist wirklich das, was uns am ehesten erwartet. Ihr da. Ach, wir haben schon Abkommen. Und mit Zufbar? Mit Zufbar könnte man alles Abkommen machen, dann machen wir das doch. Mit Reikland, warum eigentlich nicht schon mal ein paar
Okay. Karl ist noch nicht bereit, mit uns was zu machen, aber das wird schon noch werden. Und ganz ehrlich, klar könnte ich natürlich einen der Ultra-Groll-Zwerge machen. Und einfach allen quasi den Krieg erklären. Aber ich versuche einfach mal, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, wir werden es schon so schon schwer genug haben. Weil tatsächlich ist mir aufgefallen bei Total War Warhammer 3, als Ordnungsspieler hat man es echt nicht leicht. Also die bösen Fraktionen sind schon wirklich stark im Vorteil, wie ich finde. Zumindest ich habe jetzt schon öfters mal schon Kampagnen mit bösen Völkern, mit Destruction-Völkern quasi gestartet. Und die waren einfach jedes Mal viel leichter als die, die ich mit Ordnungsvölkern gemacht habe. Von daher haben wir schon genug Feinde, da müssten wir von der Ordnung müssen zusammenhalten. Okay, ich glaube, sehr viel mehr geht nicht. Die Schmiede, da können wir mit Eidgold dann Sachen schmieden. Das ist ganz schön und gut. Unser Meistertechnikus, das ist halt das Schöne. Anders als andere Fernkampf, gut, zumindest anders als das Imperium. Die haben sowas wie einen Technikus leider nicht, obwohl es die eigentlich in der Lore gibt. Die Technikusse vom Imperium, die reiten ja sogar auf so Steampunk-Pferden. Das ist richtig durch irgendwie. Aber ja, die Zwerge haben mit dem Meistertechnikus eine Einheit, die schön Fernkampf- und Artillerie-Einheiten buffen kann. Klar gibt es auch andere Fraktionen, jetzt Vampirküste hat das auch mit der Fluchartillerie und so. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir einen Helden haben, der dafür da ist, die Fernkämpfer zu buffen. Deswegen werde ich auch sehr fernkampflastig spielen, weil die Zwerge quasi wie dafür gemacht sind. Wir können Munition auffüllen, wir können einfach die Reichweite vom Meistertechniker an sich erhöhen. Dann natürlich, das Schöne ist, das sind jetzt die Buffs für ihn, aber das Schöne ist die Buffs für die Truppe. Das wird's wirklich sagen, sowohl Munition auffüllen, als auch wirklich Munition für die gesamte Armee, wo der Held mit dabei ist. Geschossstärke für die Armee des Helden. Geschwindigkeit für Geschosseinheiten ist natürlich auch irgendwie cool. Und er kann sogar noch die 42 Pfünde aus Zufbar machen, dass er so eine Artilleriefähigkeit einfach hat. Also an sich, mindestens einen Meistertechnikus in jeder Armee mit Fernkämpfern dabei zu haben, ist immer nützlich. Ich würde aber sagen, bevor ich irgendwas hier mitnehme, würde ich erstmal Mobilität steigern, verbessern, dass wir uns noch ein bisschen weiter bewegen können. Das könnte uns am Anfang mit am meisten bringen, glaube ich fast. Okay, soweit so gut. Beenden wir mal. Ich glaube, sehr viel mehr in der ersten Runde kann ich jetzt nicht machen. 275 Fraktionen, jawoll. Das ist Total War Warhammer 3, wo einfach alles reingestopft ist. Ich meine, es ist noch nicht ganz alles drin. Es fehlen noch so andere Völker wie hier Int. Das Königreich Int fehlt noch. Nippon fehlt noch komplett. Das ist quasi das Japan hier. Das Lustige ist, Nippon ist ja Japan auf Japanisch. Und Nippon heißt ja auch das... allgemein... Total War Warhammer, beziehungsweise Warhammer, die Fantasy, die gesamte Welt ist sehr stark angelehnt an die reale Welt. Es ist quasi, als hättest du die reale Welt genommen und in ein Fantasy-Universum reingeworfen, einfach. So in etwa kann man sich das vorstellen. Okay. Das könnte ein bisschen gemein werden. Wir hätten einen pures Sieg, aber... Ich würde die mal kurz ein bisschen umkreisen. Ist das ein Siedlungsgefecht? Nee, es ist eine offene Schlacht. Ich würde mal umkreisen und eine Runde warten. Ach, ich glaube, das als Schlacht zu machen, dass wir gleich mal eine haben. Können wir auf jeden Fall. Ein weiterer Kommandant, Runenmeister. Ja, Runen ist übrigens... Oh, ich mag diszipliniert einfach. Einfach allgemein ein kleiner Buff für Alleinheiten ist immer okay. Runenschmiede sind auf jeden Fall wichtig, weil Zwerge besitzen keine Magie. Sie besitzen keine Winde der Magie, das ist ebenfalls eine Mechanik von den Zwergen, sondern müssen, wenn sie Magie üben wollen, das über Runen machen. Und Runen funktionieren hauptsächlich einfach nur über Cooldowns, statt über Winde der Magie. Das heißt, man kann die ganze Zeit spammen. Dafür gibt es natürlich keine so große Varianz. Das große Buch des Grolls, was sagt das eigentlich so schön genau? Gegen die Halbmonde ist dann Groll reingeschrieben, gegen Clan Moors ist dann Groll reingeschrieben und so weiter und so fort. Okay. Und übrigens, wenn ich sage, dass da jeder Scheiß in dieses Buch reingeschrieben wird, dann wird wirklich jeder kleinste Scheiß reingeschrieben. Ich weiß noch, wie ich im Lexikanum zu Lore gelesen habe vom großen Bartkrieg zwischen Zwergen und Elfen. Ich glaube, das war's schon wieder, ne? Es gibt jetzt nicht sehr viel, was ich tun kann gerade jetzt in den ersten. Diplomatie vielleicht nochmal irgendwas? Nö, passt. Das passt. What can we da wie du? Diva. Oh, jawohl, Handel bitte, danke. Yes. So, der Rest ist alles noch böse auf mich. Ich frage mich, warum. Ah ja, es gibt einfach so eine Story
vom großen Bartkrieg einfach, wo ein bisschen genauer dokumentiert wurde, wie die Zwerge da einfach in den Krieg gezogen sind. Und anderem sind die dann mit ihrem Tross losgezogen und dann ist eben einfach passiert, dass einem, ich glaube, einem der Träger beim Versorgungstross quasi irgendwas von den Versorgungsrationen oder sowas in den Fluss gefallen ist. Wurde sofort, als sie das gesehen haben, wurde sofort ein Groll ins Buch reingeschrieben und als Strafe, um diesen Groll zu tilgen, musste der dann für ein paar Wochen mit den Eseln mitlaufen, um von den Eseln zu lernen, wie man Sachen trägt, ohne sie fallen zu lassen. Also, wirklich, die schreiben jeden Scheiß in dieses Buch rein. Sei es wirklich Staatsaffären, Staatsangelegenheiten, bis hin von irgendeinem Bauern, der irgendwas falsch gemacht hat, irgendwie falsch angeguckt hat. Das ist total durch. Und ich habe vor kurzem auch mal gehört, dass die Zwerge tatsächlich sogar eine, in Anführungszeichen, böse Fraktion wären in Warhammer Fantasy. Weil die einfach so von ihren Grollen und von ihrem quasi in der Hinsicht Hass getrieben sind. Eigentlich wären die sogar eine böse Fraktion, die einfach alles in ihrem Umfeld am liebsten in den Boden stampfen würden, wären die nicht durch ihre Traditionen und durch ihren Ehrenkodex quasi dran gebunden, alte Bündnisse und alte Beziehungen aufrechtzuerhalten in der Hinsicht. Und da über Grolle hinwegzusehen, beispielsweise mit dem Imperium, sind die ja mehr oder minder halbwegs gut gestellt. Einfach weil sie oftmals denselben Zweck erfüllen und das, obwohl das die Zwerge garantiert hunderte, tausende Grolle im Buch drin stehen haben gegen das Imperium und die einzelnen Leute und Staaten dort. Aber ich glaube, die Zwerge sind dann einfach nur aufgrund dieses Ehrenkodexes dazu bereit, über diese Grolle hinweg zu gucken für die gemeinsamen Ziele, die beide Völker haben und so weiter und so fort. Das ist ziemlich lustig. Okay, ihr habt schon mal ein bisschen Schaden genommen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Hier ist soweit alles gut. Und jetzt sollte ich mal langsam angreifen, ne? Ich habe jetzt leider noch keine Artillerie oder sonst irgendwas, aber zumindest ein paar Armbrustschützen habe ich da. Ein paar Krieger aller Art. Der Feind besteht hauptsächlich erstmal nur aus wirklich Goblins. Hat er eigentlich nichts, was mir gefährlich wäre. Eigentlich hat er nichts, was mir gefährlich werden kann. Nichts, was panzerbrechend ist. Das heißt, meine Einheiten müssen da wirklich einfach durchrattern. Wisst ihr was? Es wäre immer noch. Es könnte ich automatisch siegen, aber wisst ihr was, das führen wir. Ich würde diese Siedlung jetzt bitte gerne haben. Und dann sehen wir mal die Zwerge ein bisschen in Aktion, auch ohne große Fernkampfdominanz. Weil später, ich werde mit den meisten Armeen sehr stark Artillerie- und Fernkampflastig spielen. Einfach, das ist der Zwergenspielstil und der ist einfach cool, finde ich. Ich mag das einfach so, als würde man Empire spielen oder so. Empire Total War. Mit Schützenlinien und allem möglichen. Okay. Ach, die Bergwerke mit Sprengladungen sind sogar... interessant. Okay, ich hätte gerne meine Frontlinie. Die Frontlinie bestehend aus den... Na gut, das war's dann schon. Langbärte. Langbärte übrigens als Eigenschaft alte Grummler. Langbärte werden aufgrund ihres hohen Alters überlegenen Mutes und der Länge ihrer Gesichtsbehaarung geachtet. Sie unterstützen die Führerschaft. So alte Grummler ist einfach nur, weil die so vor sich rummeckern und rumschimpfen die ganze Zeit. Und das unterstützt die Feinde in der Nähe. Oder die Feinde in der Nähe, die... Die Truppen in der Nähe werden dadurch motiviert. Ist doch schön. So, die Quarrelers können wir daher. Meine Gyro. Ist sogar ein Gyro-Bomber, ne? Gyro-Bomber übrigens interessanterweise. Lustigerweise. Eine Einheit. So, da haben wir noch unsere Bergwerke mit Sprengladungen. Die kommen so mal ganz nach vorne hin. Die können dann später durch die anderen erhalten. Obwohl. Tauscht mal kurz ein bisschen. So, okay. Die können eigentlich weit genug werfen, dass die da einmal drüber werfen können. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass grundsätzlich erstmal die ersten Angriffe abgewehrt werden von unseren Zwergen mit Schilden vorne. Okay. Ab geht die Party. Ah, er kommt mir sogar gegen, interessanterweise. Okay, wir haben zwar Goblin-Wolfsreiter, aber ganz ehrlich, die Goblin-Wolfsreiter, Kavallerie hin oder her, die machen nichts. Die können mir in meine Armbrustschützen rein, die werden von den Armbrustschützen im Nahkampf einfach zerfleischt. Weil Armbrustschützen der Zwerge sind immer noch annehmbare Nahkämpfer. Klar sollten die es immer noch nicht mit schwerer Kavallerie aufnehmen, aber sie verteidigen sich auf jeden Fall gegen so ultraleichte Kavallerie wie die Goblin-Wolfsreiter, die noch nicht mal großartig rüstungsbrechend sind, keine großen Kampfwerte besitzen. Da drehen sich einfach um und spucken da einmal drauf und die desintegrieren einfach in Wohlgefallen.
Schwur der Rache. Fluch aktiv. Ein Feind in der Nähe hat weniger Nahkampfabwehr. Das ist ganz cool. Okay. Armbrustschützen können gleich anfangen zu schießen. Das ist wichtig. Ihr schießt mir... Herr Kommandant hat ein Bronzeschild. Das wäre aber trotzdem das beste Ziel. Alles andere ist wirklich Billo-Zeug. Schon mal den Bomber. Obwohl, nein, der Bomber wird beschossen wahrscheinlich. Zu den Bombern übrigens was Interessantes. Die Bomber sind umso effektiver, je geringer die Einheitenskalierung ist. Wir spielen gerade mit maximaler Einheitenskalierung. Das heißt, die Bomber sind gar nicht mal so stark. So, jetzt schießen die auf mich. Genau das hatte ich vermutet. Die ersten Sprengladungen können mal geworfen werden. Bitte, danke. Hui! Woods. Ja, die sind gut. Och, guck mal, wir haben ein paar Goblin Wolfsreiter. Okay. Hier könnten wir aufhören, andere Ziele anvisieren. Geht mal auf die Bogenschützen. So, ihr lieben Hammerer, geht mal hier mit drauf. Turkumduk, machst mal hier mit. Die Miner, Miner können mal damit helfen. So, ja, wie gesagt, die Bomber, weil immer nur ein Bomber drin ist, egal auf welche Einheitenskalierung. Gut. Na, komm, mach weiter. Das könnte sich mal lohnen, wirklich einen Quickslot zu machen für. Nachfüllen brauchen wir noch nicht, Schaden. Gib auf mal den feindlichen Lord, bitte. Was ist eigentlich der Quickslot dafür? Umschalt 1? Nee, funktioniert. Okay, das ist dann wahrscheinlich Umschalt als normale 1. Na gut, dann muss ich mir das umlegen mal. Aber die Bomben machen gut Bumm. Das ist in Ordnung. Aber ja, zu den Bombern, die sind umso effektiver, je geringer die Einheitenskalierung ist. Wir spielen ja auf Maximum, aber es ist halt immer nur ein Bomber. Und die sind halt einiges stärker. Och, guck mal, ein paar Bomben. Es tut schon trotzdem ein bisschen weh, muss ich gestehen. Aber ansonsten läuft alles wunderbar hier auf der Zwergenfront. Wir halten gegen die dreckigen Grünen heute. So, die... Unsere Bergwerke... Oh, die Zwergenkrieger haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Ihr habt noch Sprengladungen übrig. Nee, habt ihr nicht. Das sind die Armbrustschützen, die hier drin waren. Passt, die haben alles verbraucht. Genau, du kannst mir zumindest die Wolfsreiter ein bisschen verfolgen, dass die Ruhe geben. Okay. Fernkämpfer einfach mal weiter die feindlichen Goblin-Bogenschützen wegmachen und dann passt das. Die werden uns wenig Schaden anrichten können, die Goblin-Bogenschützen. Ich meine, okay, beim Gyrobomber war es ein bisschen auer. Aber alle anderen Einheiten, die sind nicht panzerbrechend. Wir tanken das gut gegen. Wir können die einfach zerschießen ohne Probleme. Da müssen wir gar nicht versuchen, die zu verfolgen mit unseren kleinen stumpen Beinchen. Das wird eh nix. Füllen wir Munition nach. Und böller mal auf den Anführer. Das müsstest du eigentlich hinbekommen können. Easy peasy. Das Lustige ist, dass Armbrustschützen, obwohl sie beim Schießen ihren Schild auf dem Rücken haben, da sie trotzdem shielded sind, nehmen die weniger Schaden von frontalen Beschuss. Obwohl die den Schild eigentlich auf dem Rücken tragen, sie nehmen weniger Schaden, wenn sie frontal von Pfeilen getroffen werden. So funktioniert einfach die Spielmechanik. Außer sie haben das gepatcht und es ist wieder anders, aber das ist mein neuester Stand, auf dem ich bin. Dass es immer noch so ist. Ja komm, hol dich mal den. Ist bloß noch der feindliche Anführer, alles andere ist da eigentlich schon am Ende. Nahkampfabwehr debuffen und rein da in die Party. Nahkampfabwehr debuffen ist sehr, sehr wichtig gerade für Zwerge, weil Zwerge haben selbst eine sehr hohe Nahkampfabwehr. Schon sehen wir hier bei den Langbärten, aber kein so hohen Nahkampfangriff. Also das heißt, ihre Chance zu treffen ist nicht allzu hoch.
Aber gut, andererseits, bei Orks ist es andersrum. Die haben für gewöhnlich hohen Nahkampfangriff, aber wenig Nahkampfabwehr. Das heißt, es negiert sich da so ein kleines bisschen, aber trotzdem... Okay, nehmen wir noch ein paar feindliche Einheiten mit, so gut es geht. Vielleicht noch den Anführer. Einfach, weil wir noch ein bisschen Bonuserfahrung und Bonus-Loot bekommen für die Anzahl der Feinde, die wir doch wirklich getötet haben. Von daher schießen wir noch ein bisschen in den Rücken. Ein Schuss im Rücken kann auch entzücken und so. Böller den mal hinten rein. Batz! Sogar gleich zwei erwischt. Nicht schlecht. Halt, ich wollte. Ich wollte zwei Einheiten Kamera haben, aber so war das jetzt auch. Hilfe, ich möchte wieder raus. Butz! Jawohl. Weggesniped. Ja, da kann ein bisschen Bundeserfahrung gebrauchen, finde ich halt wirklich. Komm, nimm noch den einen oder anderen Snipeshot mit. Hui! Jawohl. Ah, schafft er einen noch? Die schauen aus, als müssten die gerade kacken gehen, und zwar sehr, sehr dringend. Ah, hat nicht mehr geklappt. Okay. Passt, ich bin glücklich. Das ist das Schöne. Im Übrigen, ich werde jetzt versuchen zu folgen von so 50 bis 60 Minuten, also so knapp eine Stunde Folge. Weil es ist ein bisschen angenehmer. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das Let's Play regelmäßig fortgeführt wird. Ich werde einfach mal machen, wenn ich mal eine Stunde Zeit finde, einfach mal weiterzuspielen. Aber grundsätzlich werde ich so etwa eine Stunde Folgenlänge machen, weil das passt einfach gut, weil da hat man mal einfach ein bisschen was von allem. Weil es gab so oft bei meinen Let's Plays in der Vergangenheit, wenn es immer so 20 bis 30 Minuten Folgen waren, einfach Folgen, wo man nicht keinen Kampf hatte oder irgendwas Langweiliges passiert ist. Bei einer Stunde hat man eigentlich genug Varianz drin, dass man immer so ein bisschen was hat. Irgendwie ist mal ein Kampf mit dabei, irgendwie passiert mal was Spannendes und hat nicht so diese Leerphasen zwischendrin, wo Folgen mal sind, wo nichts wirklich groß passiert. Besetzen bitte. Die Säulen des Grungni gehören mir. Und mir alleine. So, Bockigkeit, Geborg. Wir machen auf jeden Fall eine Bergarbeiter, Zwergenkrieger, Langbärte. Ja, Langbärte sind schon ganz nice, weil ich die gerne hätte, aber auf lange Sicht gehe ich doch so oder so. Ich meine, okay, ich habe eh One-Button-Respect drin. Bezüglich Mods, mal kurz erwähnt, ich habe zwei Mods drin. Better Camera für Kamera und One-Button-Respect. Einfach One-Button-Respec benutze ich hauptsächlich fürs Konföderieren, dass ich zumindest einmal respecken kann, wenn man da einen komplett verskillten Bot bekommt. Sonst verwende ich es eigentlich auch nicht wirklich. Armbrustschützen, Musketenschützen, Grenzläufe. Speerschützen, Gyrokopter, Gyrobomber. Eisendrachen, Flammenkanonen. Slayer, Riesenslayer, Hammerträger und Eisenbrecher. Grollschleudernkanonen und Orgelkanonen. Wir haben halt hauptsächlich Bonus für Hammerträger. So schön es auch wäre jetzt, die Langbärte ein bisschen zu buffen, und ich könnte es ja später auch nochmal respecken, so ist es nicht, aber ich würde gerne schon mal einen Bonus auf Hammerträger mitnehmen, oder aber... Aber bis ich die Hammerträger bekomme, vergeht viel Zeit. Und ich möchte die sowieso mit was kombinieren. Ich möchte am liebsten hergehen und sagen, ich mache Hammerträger kombiniert mit ein bisschen Artillerie, um die Gegner ranzulocken, und die Hammerträger hämmern den Rest weg. Vielleicht gar nicht, vielleicht mache ich mit Turk und Golbat gar nicht mal großartig so Armbrustschützen oder sowas, sondern wirklich Artillerie und Hammerträger. Und deswegen würde ich früh vielleicht sowas wie Geräuschleudern verbessern, genau wie hier. Aber weil die bekomme ich halbwegs früh, ich glaube schon Runde 2. Und sind bis zum Ende wirklich brauchbar. Und die habe ich dann bald in der Armee mit drin. Und dann würde ich mit Tokrim vielleicht die Taktik fahren, mit so 4 oder 5 Artillerieeinheiten den Feind zu beschießen. Und wenn sie näher kommen, werden die dann von meinen Hammerträgern und Helden zermatscht. Das klingt ganz gut. Dann muss ich mit meinen kurzen Beinen nicht zum Gegner. Das ist grauenvoll. Okay, jetzt hätte ich mal gern noch weitere Truppen ausgebildet. Ich hätte gern noch einmal Bergwerke mit Sprengladungen und dann nochmal ein bisschen die Frontline aufgewertet mit nochmal neuen Zwergenkriegern. Und dann hätte ich eigentlich schon relativ gerne bald die Belagerungswerkstatt, um erste Geräuschleudern zu bauen. Weil das ist, Geräuschleudern, dafür, dass es eine Tier 2 Artillerie ist, ausgezeichnete Einheit. Ausgezeichnete. Die Ballisten kann man, diese Speerschleudern kann man fast vergessen. Weil man kommt kurz darauf eine Einheit, die mit den Kanonen viel, viel besser für den Job ist, den die eigentlich die machen sollten. Aber halt,
Flammenkanonen, Orgelkanonen sind schon mega geil. Also ich könnte mir bei Togrim auch wirklich vorstellen, dass ich so, keine Ahnung, so zwei Goldschleudern oder so mitnehme, zwei, drei Stück. Vielleicht eine Kanone, um große Einheiten zu fokussen. Und vielleicht ein oder zwei, vielleicht eine Orgelkanone und eine Flammenkanone, weil die können extrem gut, also die Flammenkanonen sind wirklich gut, um in Massen von Einheiten extremen Schaden zu verursachen. Die Orgelkanonen extrem gut, um Einzelziele halt wegzusnipen. Also so richtig, da bräuchte ich vielleicht gar keine Kanone mehr. Ja, Eisenbrecher sind natürlich auch eine mega geile Sache. Bei Togrim nehme ich jetzt die Hammerträger mit, aber meine anderen Armeen werde ich ein bisschen um Eisenbrecher designen. Also wirklich im absoluten Endgame. Es ist halt eine Frage, ob ich überhaupt so viele absolute Elite-Armeen mache oder eher mehrere billige. Mit dem Imperium beispielsweise bestand Großteil meiner Armeen aus Speerträger und Armbrustschützen, weil ich das als effektiver empfand, als alle Elite-Armeen zu bauen. Ja, passt soweit, ne? Ich glaube, ich bin soweit ganz glücklich. Dann können wir weitergehen. Ah, halt. Irgendjemand kann noch leveln. Du! Du. Kriegst mal noch die Munitionsauffüllung. Erbfeindschaft. Waffenstärke beim Kampf gegen Gunhold. Ja, der kann ein bisschen, doch kein kleiner Flitzer werden. Okay. Alright. Wie weit sind wir drin? Ja, so knapp über ein bisschen können wir auf jeden Fall noch. Wie weit wir übrigens spielen, ist eine gute Frage. Ihr könnt mal selbst schreiben, was ihr alles sehen wollt. Aber ich würde mal sagen, das Event nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wenn wir das Event schaffen, haben wir ja eh die Kampagne gewonnen. Kurze und, also mindestens den langen Sieg nehmen wir mit, würde ich mal sagen. Verwandte der Familien aufnehmen. Ah, die Forschung ist fertig. Bei Siegbedingungen haben wir als kurzen Sieg einen großen Groll entfernen und 30 Siedlungen. Das ist ja easy peasy. Komme ich sogar Heldkapazität. Langer Sieg, 70 Siedlungen. Gesamtschwere im großen Groll 9 nicht übersteigt. Ich habe 26 Grolle. Was? Ah, die 8. Die Schwere des Grolls ist mit eingezeichnet. Okay, okay, alles klar. Ich dachte schon fast. Das Ding mit Schwarzfels ist der schlimmste Groll. Ja, die muss ich mir wirklich noch... Ah, es ist schön, dass die Grolle auch wirklich aufgezeichnet sind. Also, aber ja, in die Richtung. Das heißt, ich glaube, im Idealfall würde ich zuerst gen Norden gehen und mich hier um Skarsnik kümmern. Vor allem gerade im Early Game, da mir nur Goblins entgegenzuwerfen hat. Sofern es keine Nesties, keine hier Wiesenschlitzer, heißen sie auf Deutsch, sind. Mit diesen kleinen Goblins bin ich eigentlich ganz glücklich. So, Squeakhornberg. Ich muss eigentlich gleich weiter. Ohne Scheiß. Keine Zeit, mich lange zu erholen, weil ich dem Gegner auch nicht die Zeit geben will, sich zu... Ja, komm, easy. Ich würde eine Runde... Zwergenkrieger verlieren, wäre das so schlimm? Wäre es nicht, komm, mach mal. Gleich besetzen, bitte. Provinz gesichert und die Blutsperre sind vernichtet. Ab jetzt würde ich gerne nochmal... Ich habe dreimal Sprengladung, das passt eigentlich. Nochmal zwei Zwergenkrieger nachholen. Und dann würde ich sagen, hauen wir aufs Skarsnik drauf. Das ist das Sinnigste einfach. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Was ich aber gerne... Was haben wir hier eigentlich? Den Flugplatz von Giras Akarak. Thronsaal des Hochkönigs. Oh ja, ja, kann man mitnehmen, wenn wir soweit sind. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich hätte gern die Belagerungswaffenfabrik. Puh, drei Runden. Gildenmarkt. Mehr Einkommen. Apropos Einkommen. Ich glaube, ich mache vielleicht erstmal wirklich... Wachstumsgebäude. Wachstumsgebäude kann ich mir auch hier bauen. Machen wir mal den Anhängerschmied. Und gucken mal, ob wir noch irgendwas Diplomatisches machen können. Nope. Ja. Machen wir mal doch einen Nicht-Angriffspakt mit ein bisschen Geld. Dankeschön. Eine Gier. So, Togrim. Du kannst jetzt noch mal...
So gerne ich auch den Axtfürst mitnehmen würde für die Zwergenkrieger und so, aber langfristig werde ich die nicht mitnehmen. Und ja, wie gesagt, ich kann einmal respecken, aber man muss es ja nicht drauf anlegen. Ne? Ich versuche jetzt schon mal ein bisschen so zu specken, dass ich nicht respecken muss. Und ich würde schon gern Grollschleudern mitnehmen, sobald es gegen Skarsnik geht. Aber die paar Runden zu warten, ich würde halt schon gern den Überraschungsmoment nutzen und jetzt schon gleich mal einfallen. Ne? Das wäre ein Einfall. In der Tat. Geschossschaden. Munition ist zwar ganz schön, aber erstmal mehr Damage mitzunehmen in der Armee. Ganz schön. So, Edelsteinmine noch verbessern. Das Ding wird abgerissen. Alles gut. Ich habe ja auch bessere... ich habe ja mit Tokrim auch wirklich bessere... Erlasse. Die ist ein bisschen stärker. Wachstum, Handelsressourcen. Ich würde sagen, Wachstum ist gut. Dann bauen wir das Wachstumsgebäude hier erstmal im Hauptding nicht. Dann sollte das eigentlich ganz gut vorangehen. Armbrustschützen mitzunehmen wäre ganz nice. Hier hätten wir Langwerte mit zwei Waffen. Was ich ja viel mehr brauche, sind ja dann die Hammerträger. Das ist dann Tier 4. Da kriege ich auch die Runenschmiede her. Okay, also Waffenkammer so schnell es geht, ist auf jeden Fall nice. Die Grenzläuferkaserne. Ich meine, die Ranger, die gab es damals nicht beim ganz zum Anfang. Die kamen dann später dazu, aber die sollen auch sehr, sehr gute Einheiten sein. Vor allem gibt es gerade mit dem Bugmanns-Kumpanen eine Doomstack-Möglichkeit. Mit diesem einen... Es gibt einen Kommandant, der sich extrem auf die spezialisiert. Einen legendären. Den kannst du wirklich einen Doomstack aus diesen machen. Was diese Bugmanns-Kumpanen angeht, das ist ganz lustig. Die Bugmanns-Kompanie. Die Bugmanns-Brauerei ist eine Bierbrauerei der Zwerge. Und die wurde, glaube ich, niedergebrannt. Und die Bugmanns-Kumpane, das sind dauersaufende Zwerge, auf Rache, um ihre Lieblingsbrauerei zu rächen. Die Zwerge sind einfach so richtig schön durch in der Lore. So dauerbetrunken und brechen ihre Lieblingsbrauerei. Kann man machen. Okay. Ich würde mal sagen, Skarsnik, nichts Persönliches, aber doch schon. Da Augen so aus, ich glaube aber wohl nicht. Keine Beteiligten. Tja. Dann wird jetzt niemand zugucken, wie du stirbst. Klopf, klopf. Ulla, Skinks. Okay, das entscheidende Sieg hole ich mir auf jeden Fall. Easy peasy. Das da hinten gefällt mir aber gar nicht. Oh, und er hat fiese Schlitze dabei, die sind rüstungsbrechend. Und er hat eine... Oh ja, stimmt, das Skarsnik hat ja seine Anfangstruppen. Dass er nachkommt. Ich spiele ja gerade selbst in Kampagne mit Skarsnik, von daher... Arachner, erreicht er mich von hier? Ich hoffe nicht. Ich hätte jetzt ungern der Arachnarok-Spinne im Gesicht. Ich nehme einfach mal zwei Bergwerker mit. Ah, ich habe hier nicht viel. Also wenn er mich jetzt hier angreift, habe ich ein großes Problem. Ich sehe aber auch nicht, wie weit jetzt die Bewegungsreichweite ist. Käme mal mit einer Runde rüber. Ich kann mich eh nicht bewegen. Das heißt, so oder so habe ich keine Wahl. Legendäre Einheiten kann ich nicht holen. Das heißt, ich bin einfach nur am Arsch, wenn er mich jetzt angreift. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Na, dann ist ja alles, alles gut. Alles okay. Shit. Ja gut, hier verändert sich noch nicht viel. Machen wir mal Vitalitätsverlust für die Armee des Kommandanten. Das wird noch sehr, sehr wichtig werden. Ich glaube, ich bin da doch ein bisschen zu früh. Ich müsste mal wirklich ein bisschen das Vorfeld scouten. Ich brauchte mal ein paar Helden noch neben meinem Technikus, den ich da eh dabei habe. Zwergenbier. Ah, ich bin auf sehr schwer. Das heißt, ich werde schon einiges Probleme haben mit Kontrolle, aber es geht, glaube ich. Ja, komm, das Einkommen boosten ist erstmal wichtig. Mach mal weiter hoch.
Retake the realms. Ja, bitte mehr Damage, dass ich vielleicht die Arachnorkspinne wegsnipern kann. Da hat er es noch am Ausbilden. Das könnte richtig nach hinten losgehen. Hm, schauen wir mal. Was soll denn schon passieren? Die Arache. Ach Gott. Oh Gott, ich habe per Autoschlacht einen automatischen Sieg. Ich meine, ich verliere gar nicht mal so schnell. Ohne Scheiß, das ist einer dieser Augenblicke, wo ich. Vor allem, der hat zwei. Das, genau, der hat auch zwei Fanatic-Trupps dabei, die diese Kreisler machen können. Dann noch eine Arachnarok-Spinne. Dann noch dieses Quickhoppers, die auch noch panzerbrechend sind gegen Zwerge. Das ist wirklich einer dieser Augenblicke, bei denen ich gerade extrem froh bin, dass die Autoschlacht mir wohlgesonnen ist. Weil die Autoschlacht, das ist halt. Zwerge sind da schon ziemlich bevorteilt, was die Autoschlachten angeht. Weil die Autoschlachtberechnung extrem. Ein extrem Rüstungsfetisch hat, sagen wir es mal so. Also extrem Rüstung bevorzugt. Und selbst bei Kämpfen, die man eigentlich nicht gewinnen sollte, vor allem weil so viele panzerbrechenden Gegner da sind, das Spiel ist egal. Dem Spiel ist egal, dass Gegner panzerbrechend haben. Es ist wichtig, dass die Rüstungswerte zusammengezählt werden. Und ich würde echt bezweifeln, dass ich eine sehr große Chance hätte, wenn ich das führen würde. Ich meine, es wäre nicht komplett hoffnungslos, aber es wäre schon arg krampfig gegen. Gerade je nachdem, wie die gerade ihre Kreiselgits einsetzen, dann noch die fiesen Stecher mit ihren Spezialfähigkeiten, Skarsnik. Die Arachnorok-Spinne alleine könnte extrem viel Schaden anrichten, weil ich nichts Anti-Large dabei habe, höchstens mit Fernkampfeinheiten. Ich bin echt froh, dass ich das automatisch machen kann. Also da, das war jetzt wirklich schon arg knapp, dass mir da jetzt der Arsch gerettet wurde, ey. Hm, Wachstum. Ich gerne. Ne, ich nehme erstmal das Eisgold und das Gold mit. Also, das habe ich wirklich einfach nur überlebt aus purem Glück, würde ich fast sagen, dass das noch hingehauen hat, weil ohne Autoberechnungsglück. Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Ein großes Abenteuer. Ich weiß nicht, ob ich das hätte gewinnen können. Doch seid auf der Hut. Die Belohnung mag groß sein, doch so auch die Gefahr. Im Übrigen als kleine, weil ich gerade gehört habe, seid auf der Hut. Ah, Hochkönig, passive Fähigkeit. Neues können wir mal mitnehmen. Aktive Fähigkeit meine ich. Der Spruch auf der Hut sein. Komm, ist, das ist, die Hut ist tatsächlich eine Kampfhaltung. Im Schwertkampf. Dementsprechend, ja. Beziehungsweise, ich glaube, das war von nach oben hin abwehren. Das war die da auf der Hut. Quasi. Beziehungsweise die Hut. Wurde mir mal ein bisschen genauer erklärt. Und da kommt diese ganze her. Oh, will ich jetzt einfach weiter? Ich komme mir schon fast vor, als würde ich selbst die Orks spinnen, hätte ich ein War oder sowas. Ach, ich meine. Ich meine, ich würde schon gern das Momentum aufrechterhalten und ein bisschen regenerieren wäre aber auch echt cool, muss ich sagen. Ich mache einfach allgemein Spaß. Also ich werde dabei bleiben, dass ich nicht lade, wenn was schief läuft. Mache ich gerne in meinen privaten Runden. Klar, es ist auch immer sehr verlockend, das zu tun. Aber im Let's Play würde ich es gerne wirklich lassen, zu sagen. Also beispielsweise hätte Skarsnik mich jetzt besiegt, ich hätte nicht geladen zur Stelle, bevor ich da zur Spitze gegangen bin. Sondern hätte damit geben müssen und schauen, wie ich dann zurechtkomme. Ich finde, das ist einfach nur fair. Deswegen meine ich, haben wir jetzt echt Glück gehabt. Ja komm, nur Rüstung fahren. Ich gehe weiter. Oh Gott, da hat er schon wieder so... Ja, okay, das kriegt man entscheidend weg. Dann möchte ich gerne rein besetzen. Wir bekommen hier ganz gut Geld. Das auf jeden Fall... Ich bräuchte halt mehr Wachstum, dass das mal aufwerten könnte, dass ich dann vor allem... Oh mein Gott, ich kriege ja fast nichts rein. Ich meine, Bergwerker immer noch besser als gar nichts zu haben. Gute Frage, wie die sich gegen fiese Schlitzer schlagen werden. Aber ich fühle mich gerade nicht... Am liebsten würde ich mich zurückziehen. Weil ich bräuchte einfach nur einen zweiten Kommandanten, der mir was vorbeibringt, ohne Scheiß. Ich bin mir aber gerade unsicher... Soll ich einen Runenmeister mitnehmen? Ich nehme mal einen Runenmeister mit. Der Bugmann. Runelord, Master of Runecraft.
Weil du müsstest eigentlich schon mal grundsätzlich, genau wie wenn man Magierhelden mitnimmt, schon mal grundsätzlich die Runen haben. Ich weiß halt nicht, ob ich die normalen Zwergenkrieger noch irgendwelche Boni haben auf irgendwelche Truppen oder so. Aber du wirst mir jetzt dann bald mal ein bisschen was ausbilden. Du nimmst mir, holst schon mal jetzt ein paar Zwergenkrieger und später bringst du ein paar Katapulte für Drukim hoch. Ich brauche jetzt mal so eine kleine Supply Line, so eine kleine Versorgungslinie. Ansonsten könnte das echt eklig werden. Ist da sehr viel Gefahr von hier drüben? Ich könnte es mir vorstellen. Nicht, dass da plötzlich eine große Armee steht. Ich hätte eigentlich schon gern ein Verteidigungsgebäude hier. Seid es krass. Kazuk! Mach mal hier weiter. Komm. Ich spiele gerade sehr risikobehaftet, ich weiß. Send me to vengeance. Mein Meister Technikos kann mal noch die Munition buffen, bitte, danke. Ah, die Blendbombe ist, glaube ich, auch gut, ne? Ja, die ist wirklich gut. Machen wir mal mit rein. Okay, Skarsnik, tu dein Schlimmstes. Ich weiß, dass du jetzt runterkommst. Oder? Ja, natürlich kommt er. Oh, shit. Ich bin jetzt auch... Na, wie mache ich es am besten? Wie mache ich es am besten? Follow Dowie. Gib mir doch noch ein bisschen mehr, bitte. Nein, nein. Shit. So. So. Ja. Können wir machen. Bitte Geld, danke. Ja, da merkt man mal, was die KI rausdrücken kann auf diesen Schwierigkeitsgrad. Yay, nochmal ein bisschen Beziehung. So. Ich kann zur Spitze zurück, weil wenn, dann würde ich den... Ach, das ist aber so wenig hier. Ich könnte per Tunnel abhauen, ich könnte per... Ich meine, es sind nur Gobos. Nur in Anführungszeichen. Das Schlimme ist aber, fiese Schlitzer, dafür, dass sie so wenig kosten und so eine Early-Einheit sind, die performen extrem über ihrem Wert, vor allem gegen gepanzerte Einheiten. Also vor fiesen Schlitzern habe ich Respekt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich spiele selbst gerade eine Skarsnik-Kampagne. Die sind echt verdammt stark. Nein, ist es nicht. Und mit meinen paar Bergwerkern, denn ein Trupp Hammerträger, die sind vor allem auch gut gegen Panzerung und Goblins, haben nicht mal groß Panzerung. Ich bräuchte mehr Fernkämpfer vor allem. Ich bräuchte mehr Fernkämpfer oder Artillerie. Irgendwas in der Richtung bräuchte ich, um den gut zu schwächen. So würde ich mal ganz schnell zu einem wichtigen Termin gehen. Es tut mir leid, ich muss mal ganz, ganz dringend aufs Klo. Das Bugmanns kommt raus. Müsst ihr verstehen. So, dann nehme ich mal zwei. Wisst ihr was, wir nehmen gleich vier Goldschleudern mit. Ah, zeitgleich global zu rekrutieren wäre nicht schlecht, aber lass mal erstmal noch. Mit ein paar Goldschleudern mit drin würde ich mich relativ gut fühlen. Halle der Eide. Schön ist, dass sie auch in einer Runde rekrutiert sind. Das ist mega. Ja komm, ich gehe wirklich diesen Diplomatieweg zu Ende. Um frühzeitig so viele Beziehungen und Handelsbeziehungen wie möglich zu erschließen und Geld auch zu holen von denen. Klar wäre es cool, die Zwergenkrieger erstmal zu buffen im Early Game. Aber ich denke auch so ein kleines bisschen gerade an meinen aktuellen Spielstil. Und ich würde gerne die Zwergenkrieger, na gut, richtig überspringen nicht. Mit einem anderen, ich meine, ich baue sie trotzdem. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal notwendig, sie so stark zu boosten, weil die sind so eigentlich schon ganz okay für das, was sie tun sollen. Von ihren Werten. Die jetzt extrem zu boosten, na gut, extrem zu boosten, also jetzt denen zumindest hier diese nochmal ein bisschen Bonus zu geben, wäre ganz nett, aber jetzt nicht absolut lebensnotwendig, würde ich sagen. Ich glaube, meine Idee jetzt auf Artillerie zu gehen, um die Goblins zu zerschießen, ist, glaube ich, schon fast... Okay. Genau. Okay, ich würde sagen, letzte Runde, wenn ich so auf die Uhr gucke. Passt. Sind wir ganz gut dabei.
Ja, das war abzusehen. Das brauche ich auch nicht zu führen. Es ist klar, dass der es jetzt zurücknimmt. Ja gut, ein kleiner Rückschlag, aber ich werde wiederkommen. Aber jetzt noch nicht. Ich bin mal wieder weg. Tschüss. Wird sich vielleicht noch den Weltenrandbogen zurückholen. Ah, er hat sich sogar geplündert. Ob ich das gut finden soll? Ich weiß nicht. Der High King ist jetzt erstmal hier am Arbeit. Du kriegst mal die Bergwerker, bitte. Du bist der Bergwerkerkönig, der neue. Glückwunsch, Herr Bugmann. So, nochmal zwei Grollschleudern, bitte. Du bleibst mal in der Nähe zum Aufpassen. Jetzt haben wir schon mal allgemein ein kleines bisschen mehr Diplomatie. Ist irgendwo noch ein kleines bisschen Geld zu holen. Nicht von wegen Freunde zu machen oder Beziehungen zu pflegen. Nee, ist irgendwo Geld zu holen. Das ist das Wichtige hier. Mit den Grenzgrafen können wir bald ein bisschen was machen. GG, Grenzgrafen, GG. Okay, ja, ich kraxel gerade mit dem Geld ein bisschen. Ah, die Goldschleudern sind auch ziemlich teuer. Der Gyro-Bomber, ich weiß, hat... Ja, ich meine, der performt schon gut, wenn ich die Bomben gut platzieren kann. Wenn er halt nicht so viele... Hätte der jetzt... Wären das alles normale Goblins mit Speeren, würde ich sagen, jo, da stampfe ich drüber. Aber das ist alles fiese Schlitten. Das ist schon... Nee. Ohne meine vier Goldschleudern dann möchte ich da nicht ran. Okay, die Runde beende ich noch und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie die Ausgangslage ist. Und dann sehen wir uns bei der... Ja, okay, das war abzusehen. Ja, so viel zu meinem Blitzangriff. Ich hätte nicht gedacht, dass er gleich... Okay, natürlich hätte ich nicht gedacht, dass das eine große Armee ist, weil ich selten auf sehr schwer spiele. Das ist schon Wahnsinn, wie ein die Armee schwemmt. Oh Gott, das wird noch immer mehr... Ich meine, die haben nur Billotruppen, aber diese Billotruppen werden mir halt extrem gefährlich. Trotz allem. Gut, dann hoffe ich mal, dass die lang kommen. Vielleicht könnte ich denen sogar eine Falle stellen. Einmal Sprengladungen bitte noch und dann Zwergenkrieger einfach zum Linie halten für die... Für die Geräuschleudern. Okay. Gut. Ich würde sagen, da haben wir mal einen ganz guten ersten Start. Eine sehr interessante Ausgangslage, würde ich sagen. Wir sind noch voll mit Skarsling im Krieg. In der Hoffnung, dass den schnell mal wegzusweepen, kann ich, glaube ich, begraben. Das könnte ein etwas längerer Konflikt werden. Obwohl, andererseits, wenn ich schaffe, seine Hauptinvasion jetzt hier zurückzuschlagen, aufs Quickhornberg, entweder mit einem Hinterhalt oder er greift mich wirklich an und ich schlag's zurück, dann könnte ich wirklich gerade mit der Armee mit den Goldschleudern vielleicht Momentum aufbauen, nochmal drüber bügeln und ihm wirklich den Rest geben. Das ist ja gerade erstmal der Anfang, weil dann habe ich zwar dieses Goldziel erfüllt, dann habe ich den Düsterberg, dann habe ich aber so viele andere Bedrohungen, die noch an mich heranragen und auch in andere Richtungen, nach da unten hin. Das könnte ein bisschen gemein werden. Na gut. Würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei Folge 2, wann auch immer sie kommen mag. Ihr werdet sehen. Mal gucken, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Bis dahin. Bye-bye.